Hallo. Heute mal die beiden Kondensatoren zur Ansicht. Ich werde jetzt gleich mit Hilfe dieses Videos auch für mich selber nochmal dokumentieren, wo die wie angeschlossen sind. Deswegen mal ein bisschen was anderes. Dann denke ich, werde ich damit jetzt direkt mal beginnen. Denn sonst geht es hier ja gar nicht weiter. Es ist irgendwie abzusehen, dass ich irgendwann mal vielleicht was mehr Zeit habe. Aber im Moment. Dann fangen wir mal mit dem ersten Kollegen hier an. Moment. So, das die untere Leitung, das untere Kabel, was da isoliert ist, geht auf das Rheostat vom Schirmgitter. Und das andere unisolierte oben geht auf die Mitte der Hilfsanode. Ich gucke noch mal eben zur Sicherheit, ob ich das jetzt auch richtig gesagt habe. Jawohl, das ist eigentlich soweit alles in Ordnung und fein. Wie gesagt, einmal der blanke Draht geht auf den Rheostat-Hilfsanode. Hier, dann der isolierte geht auf den Rheostat vom Schirmgitter hier in der Mitte. Jetzt aber geht eine Leitung auf den rechten Anschluss des Hilfsgitters und der, dieses Gewackel, sorry Leute, der Kondensator geht auf den linken, na, wo sind wir denn? Ja. Ja, der geht auf den linken Anschluss des Steuergitters, also Rheostat für das Steuergitter. Versuche das noch mal anders zu zeigen. Ja, Moment. So, es ist was weniger gewackelt. Der Anschluss Mitte Rheostat Hilfsanode, der untere Mitte Rheostat des Schirmgitters. In der Mitte geht es auf den rechten Anschluss des Rheostats von dem Hilfsgitter und der andere Anschluss auf den linken Anschluss von Steuergitter. So, dann haben wir das dokumentiert. Absicht setze ich die jetzt hier erstmal so, dass ich die hier lose habe. Das ist nicht schön. Irgendwo habe ich da jetzt gerade reingefasst. Die Schraube. Ich glaube, ich nicht gedreht. Da unten sieht man, da ist irgendein Gebrösel dran. Ich glaube, den kann ich direkt abpitchen. Dann brauche ich mir gar nicht die Arbeit machen, den Ort zu löten. Nee, das mache ich auch nicht. Hey, ich frage, frage. So, mal gucken, ob ich den da so jetzt rausgedreht bekomme oder was. Der ist so vergammelt, glaube ich.
Eigentlich sollte man das ja ins Labor geben, um herauszufinden, was das wohl sein kann. Werde ich mir nachher ganz sauber die Finger waschen müssen. Wirklich keine schöne Sache. So, Kapazität 100 mF. Max 60 Volt nur. Max 60 Volt. Gleichspannung. Deutsches Reichspatent 495 495794. So würde ich das lesen. Das ist aber anscheinend nicht aus dem Kondensator, sondern Korrosion an der Schelle hier, wo der drin gesessen hat. Dann kann man ja ein bisschen beruhigter an die Sache rangehen. So, mache ich das mit dem aber auch so. Weil die sind eh durch. Nummer 2. Der hat 2,0. 2 mal 0,5. Bei 1500 Volt. Das ist schon eine andere Nummer, ne? So, ich mach mal eben sauber hier. So, bisschen geputzt, ein bisschen gesaugt. Schon sieht die Welt wieder schön nicht aus. Das, was so beim Putzen passiert ist, der ist direkt abgebrochen. Da habe ich gar nicht viel Last drauf gegeben. Zack, ist der sofort sauber hier gebrochen. Also das ist schon recht angegriffen gewesen, das Material. Schnelltest. So, der erste, der haben soll 100 und bei 60 Volt hat, ich denke, das kann man sehen, knappe 9 Mikrofarad und dann können wir jetzt warten, wie weit er runterläuft. Spaßeshalber machen wir mal was anderes. Okay, ein direkter Widerstand ist es dann noch nicht. Nun dann der andere Kollege hier mit seinen 2x 0,5. Der ist tatsächlich zumindest da schon mal gar nicht so schlecht.
Daten das dann stimmt. Aber auf der anderen Seite verließen sie ihn dann. Ich bin nochmal zurück. Das wäre noch die schicke Seite. Das ist der Anschluss, der auf der dem, auf der Hilfsanode lag. Ja, das ist der Anschluss, der auf der Hilfsanode lag. Da sieht es ja gar nicht mal so verkehrt aus. Hatte 31 Nanofarad gegen den anderen Anschluss. Das sieht ja da noch ganz gut aus, aber das war es dann auch schon. So, da komme ich natürlich auch nicht an die das? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt auch das ist zumindest auf dem in Anführungszeichen guten Anschluss zumindest schon mal kein reiner Widerstand. Und auch da gut, mit 100 Volt bei einem 1500 Volt Kondensator. Auch das scheint kein reiner Widerstand zu sein. Dann schauen wir doch noch kurz. Na, man sieht es ja schon. Bei 250 Volt. Die andere Seite ist jetzt der dreipolige oder der doppelte. Den anderen schlimm der Ton. Ich glaube, an die beiden brauche ich mit dem guten, in Anführung, ja doch, mit dem guten Kapazitätsmessgerät gar nicht erst rangehen, LCR-Meter gar nicht erst rangehen. Das Thema ist ausgestanden und durch. Einmal, zweimal. Da habe ich noch was Rostlöser dran gemacht an die Schraube, um zu sehen, da, um zu sehen, ob die sich lösen lässt. Dann, was ich jetzt noch eben mache. Widerstand. Glaube, so ist es auflösungstechnisch was besser. Der ist, denke ich mal, auf beiden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf beiden Wicklungen dahin. Nicht nur auf beiden, sondern definitiv auf allen vieren. Nun ja, okay. Mit ein bisschen, ich meine, da stand ja bei dem anderen, stand ja drauf, jeweils 500 Ohm. Da steht es ja. Na, wenn die Kamera denn scharf stellen würde, wenn ich einen Finger wegnehme, geht's auch. Nee, 5 Kiloohm. Ja, natürlich kann man die neu wickeln. Da muss man halt gucken. Ich habe mir überlegt, die auszubauen und dann zu vermessen. Ich denke mal 8 cm. Ja, von wegen. Porzellan ist 105 mm. Also von da bis da ist es 105 mm, aber der Wickelbereich
Ja, der ist bei 8 cm. So, 8 cm. 15, 20, 20 hoch. Die Stärke. Ja, einen größeren Messschieber habe ich gerade nicht gefunden, ist 6 mm. Auf die Schnelle gecheckt. Könnte man sich ja ausrechnen, wie viele Lagen man da wickeln muss. Der ist komplett durch. Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht könnte ich die Lagen zählen, aber das kann man sich getrost schenken. Aber dann kann man sich mal ausrechnen, wie weit das gewickelt werden muss, um auf den Widerstandswert zu kommen für die einzelnen 4 Lagen, weil hier ist ja der Mittelabgriff. Ja, und andere Idee war gewesen, einfach ein Stück Nähgarn zu nehmen, ein paar Mal, sag ich mal, 10 cm drum wickeln, um zu schauen, wo man dann da so endet. Und damit das auch nicht so fein ist, vielleicht ein bisschen was anderen Widerstandswert nehmen als der, der jetzt draufgewickelt ist. Hauptsache, der jeweilige Gesamtwiderstand passt. Ja, so, mir ist warm. Ich warte auf das Gewitter, was eigentlich noch kommen soll. Jetzt gehe ich mir aber erstmal gründlich die Finger waschen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.